In diesem Video sehen Sie das Aufrufen, Ändern, Löschen und Speichern der My-Position bei OXIMO.io oder RTS mit dem Funksender Smooth. Hinweis: Bei OXIMO-S, Kurzantrieb, lässt sich die My-Position erst nach 3 vollen Auf-Ab-Zyklen aufrufen, ändern, löschen oder speichern. Zum Anfahren der My-Position die My-Taste kurz drücken. Mit der Auf- oder Ab-Taste die neue gewünschte My-Position anfahren und durch Drücken der My-Taste stoppen. Zum Abspeichern der neuen My-Position die My-Taste so lange gedrückt halten, bis der Rollladen winkt. Durch Drücken der Auf- oder Ab-Taste die My-Position verlassen. Sobald der Rollladen stoppt, kann die neue My-Position durch kurzes Drücken der My-Taste angefahren werden. Durch kurzes Drücken der My-Taste die My-Position anfahren. Wenn die My-Position angefahren wurde, My-Taste so lange drücken, bis der Rollladen winkt. Hiermit ist die My-Position gelöscht. Zur Überprüfung den Rollladen in eine andere Position fahren und dann kurz die My-Taste drücken. Der Rollladen reagiert nicht. Wenn durch kurzes Drücken der My-Taste keine Reaktion des Antriebs erfolgt, ist keine My-Position vorhanden. Mit der Auf- oder Ab-Taste die neue gewünschte My-Position anfahren und durch Drücken der My-Taste stoppen. Zum Abspeichern der neuen My-Position die My-Taste so lange gedrückt halten, bis der Rollladen winkt. Zur Überprüfung den Rollladen in eine andere Position fahren und dann kurz die My-Taste drücken, um die neue My-Position anzufahren.